Halli, hallo, hallöchen zur hoffentlich noch nicht letzten Folge von Mundaun. Wir fahren hier wieder feucht, fröhlich Strohmänner um. Wir haben es aber auch ehrlich gesagt verdient. Und sind jetzt gerade auf dem Weg zur Kapelle. Denn dort ist der alte Mann. Gott, ich höre irgendwie ganz viele. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh ja, das war definitiv ein Fehler. Es tut mir leid. Zum Glück haben wir gespeichert. Deswegen mache ich schon wieder so viele Zwischenspeicherungen, weil ich mir dachte, so langsam könnte es doch etwas brenzliger werden. Das war kurz gruselig. Was ist denn? Warum hat er solche Schmerzen? So, ich weiß nicht, ob der immer noch direkt vor der Tür steht. Nee. Der ist weg, aber unser Muffel hat nicht ausgereicht. Wir müssen nochmal. Ja, ohne das würde ich mich jetzt sehr ungern hier bewegen. Gut, dann fahren wir jetzt mal eine Nummer ordentlicher. Tut mir sehr leid. Ich wollte es halt mal riskieren. So, wo sind denn jetzt hier welche? Wir fahren mal schön hier hinten lang. Wir könnten auch mal das Licht anmachen. Dann nein, nicht wieder hier runter. Wir hätten hier vorne runter gemusst. Die Frage, ich sehe erstmal keinen Strohmann weiter. Aber ich würde trotzdem mal lieber fahren. Sicher ist sicher. Das muss nicht sein. Am Ende versteckt sich hier einer im Gebüsch. Und ihr wisst, wie es ist. Ein Strohmann kann vollkommen ausreichen. Ah, seht ihr, da ist er doch. Der sich jetzt selber entzündet. Bam. Ja, ein Strohmann kann völlig ausreichen, um uns das Leben hier zur Hölle zu machen. So, ich glaube, hier sind wir dann sicher. Es speichert zumindest nochmal. Und wir sehen hier wieder die ganzen Menschen. Weiß nicht, ob das vielleicht alles die Soldaten waren, die er für uns in der Lawine begraben hat. Oder ob es einfach generell gestorbene oder vielleicht völlig unbeteiligte Personen sind. Wir sind gleich da. Ich habe Angst. Florina. Oh, oh. Die Dämoni. Laiels. Beh, mia. Il più nuovo filiale della mia impresa. Grazie, gentil presente della Laiels. Giovanni ist tot, Stahlbrand Gemälde, Florina in Ruhe lassen. Teu gidontero è morto. Oh, sono contento che ti liberò il mondo del. Dici sera, manch. Non è il giro che ti vai in sta fin con qui. Ma mira, c'è degli ragione a vedere da te e da del mio regalo. Io venne distruì quel schmaladeo maledito il clavavo in flamma se si sperte che sono fin con te. Non displacerà la mancia, ma non c'è tutto a salvare l'orma eterna di tutti noi. Ah, ich hab's fast befürchtet. Du schuazzone am Gertep, du le schmerz, della Dina. Lein Ruaus Florina. Mist, wir können wahrscheinlich echt nur noch Florina retten. Bitte, du kannst sie sehen. Wir sollen uns ins Auge piekseln, das Gesunde. Ja.
Hätte es komisch gefunden, wenn das die Lösung gewesen wäre. Ugh. Geh weg mit deinem Gesicht. Ti sorvegno Buella. Ma bacina. Ti ho svisto il contract. Lincia tribunel, profano water. Decidessa a mia favor. Ti gis manzegnes. Corcia ti esantenaz me mi imbrugliò avanti per decenis. Era efficio raggiantò. Ma ossa, vezza c'è qui ostu via nire da quella. Flurin. Di è non, mo imbrugliò. O se hai Flurina. Una provvidenza. Di svissi e sdunz. Questa di una stossi e destinde senza mia parte. Ti bastard corrupt. Exact. Ui. Ich frage mich eh, was wir gegen ihn machen wollen, ne? Oh, das Kreuz ist verbogen. Sind wieder in der Kapelle. Aufs gesunde Auge. Gut, bringt nichts. Und wieder dasselbe Spiel. Die Laterne? Ah. Komm schon. Ah, wir drängen ihn zurück. Flurina, komm mit. Keine Zeit für ein Mittagsschläfchen. Flurina! Neunaunavon! Neunaunavon! Gib die eklige Hand. Jawohl. Nein, wir verbrennen sie. Oh oh. Was passiert hier zur Hölle? Ich hoffe nicht, dass wir sie umgebracht haben. Vielleicht wacht er einfach auf und es war alles ein schlechter Drogentrip. Könnte sein. Hätten wir ihn doch hochziehen sollen, um den Großvater zu retten? Ich weiß es nicht. Wir sind wieder in der Hütte. Wo der Pakt geschlossen wurde. Plapper mir doch nicht alles nach. So, Opa. Das ist ein Kurdin. Du beadi. Che disti? Segna buque contract. E vanni gine scelta. Quai? Nico nus essen coches. Ti sto sriscai, bo sotto scriva. I dat nuot che valesse la paina da signa in pact con quel. Nianc gli avvenì dell'antire valada. Lai ponderà mai dat. Was sollen wir denn jetzt nachdenken? Er soll es nicht unterschreiben, aber dann stirbt er vielleicht und wir werden gar nicht erst geboren. Ist der alte Mann? Ja, weil ich die nie noch go. Para che ho fetch kaputt wie es packt. Da vertesch, nu c'ha vir in choses passedas. Las consequenzas füssen fatelas. Adia ti malfacent. Ayat de avertia. Wem können wir denn noch sprechen? Hier nicht? In der Armada prompt per fare l'attacca. Ja, wir können nur wieder mit Großvater sprechen. Der ist die Pushpai.
Überlege genau, was du sagst. Natürlich nicht unterschreiben. Für was sollten wir uns sonst entscheiden? Ich meine, wenn er unterschreibt, ist er sowieso tot. Haben wir ja jetzt gesehen. Wenn er nicht unterschreibt, stirbt er vielleicht auch jetzt gleich. Wir werden nicht geboren, aber das ganze Tal wird dafür in Ruhe gelassen. Na, boss unterschriva. Ja, sei bude ko. Ma jo kraj kdy azrižu. Neu, len preparano se defensiun. Us nars. Usa eses us propi pers. So, jetzt wird es wohl nochmal einen großen Fight geben. Der alte Mann ist weg. Und ich glaube, die Gegner kommen... Was, brennt denn die ganze Zeit meine Hand? So, jetzt aber. Hallo. Nicht getroffen. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, es ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte, dass wir jetzt hier alle ausschalten. Natürlich, warum schauen wir denn immer nach? Vor allem, der kackt sich in die Hosen. Wenn da mal so ein Strohmann kommt, fängt an zu zittern. Aber ansonsten immer schön der Erste sein wollen, ne? Haben wir noch Laterne? Vielleicht wären die Soldaten gar nicht da gewesen. War bloß so eine... Wie nennt man's? Hologramm, die der alte Mann hierher gezeichnet hat. Damit wir uns gezwungen fühlen, den Pakt zu unterschreiben. Guck mal, ganz kleine Männchen. Könnte recht haben. War bloß Verarsche, um uns zu zwingen oder unseren Großvater. Ich wusste es doch. Hahaha, wir haben dich durchschaut, alter Mann. Wollen wir wieder zurück? Nö, geht von alleine zu Ende. Ja, wegen ein paar Spielzeugsoldaten hat unser Großvater das ganze Tal zerstört, wenn man es so nimmt. Uns ein ganz paar gruselige Momente verschafft. Alles nur wegen einer arglistischen Täuschung. Ach, hallo, kleine Geiß. Danke, dass du es mir wieder mitgebracht hast. Wir mussten sogar ohne das Ding mal schlafen. Wir folgen ihr mal. Oh, sehr schön. Letzter Tag. Herausfinden, was passiert ist. Abgebrannte Scheune besuchen. Mit Jeremias bei der Kapelle reden. Achso, ich dachte, wir müssen der Kleinen jetzt folgen. Na gut, die abgebrannte Kapelle war ja noch weiter vorn. Abgebrannte Scheune, Entschuldigung. Die war doch da ganz oben, ne? War ja gleich am Anfang dächtig. Machen wir erstmal das. Ja, krass, dass wir jetzt zum Ende hin nochmal so viele Entscheidungsmöglichkeiten hatten. Hätte ich nicht dran gedacht, weil gab es ja sonst im Spiel, glaube ich, gar nicht oder einmal. Aber zumindest nicht so groß gravierendes. Das Großvater. Leider nein. Io sono Curdin, noi siamo sentupai al bunker. Andate nicht im Bunker! Qui ein Informationssekretes! Ist die ein Spion? Chi heißt die? Qua è il Clavau de Tat. Ah, non è il Florin. Ti ha ispia si obiati. Ma bene, io sto di che l'era nicht in soi. Er war? Tutina, è l'era in mia compagnia. Per quai sogno vignosa sia sepoltura. Adia, Corporal Walter. Also ist er doch tot? Ah, wir können uns hier nochmal in der Scheune umschauen. Wird er sagen, auf den letzten Kaffee, aber... Wir haben leider keinen mehr.
Eine sehr hübsche Scheune. Sieht gleich alles so friedlicher aus hier draußen, ne? Weiß nicht, ob wir oben nochmal rein können. Aber es sieht nicht danach aus. Naja, dann auf zur Kapelle. Bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt, weil tot ist er ja leider trotzdem. Aber schaut doch mal, wie friedlich das hier aussieht. Wir haben es geschafft. Hier laufen die Geisen rum. Keine Strohmänner. Keine böse Musik. Keine Imker. Keine Schneemänner oder wie auch immer man dieses komische Vieh da bezeichnen mag. Ich weiß, es war kein Schneemann, aber... Irgend so ein komisches Vieh, was mir den Erschrecker des Jahrtausends verbracht hat. Hier oben ist wieder offen. Also auf zur Kapelle. Und dann bin ich mal gespannt, was der Jeremias uns zu sagen hat. Ach, wie schön die auch wieder aussieht. Sag jetzt nichts wieder zu. Nee, gut. Hallo Jeremias. Gordin, io se lega fech de visita i suenta quei temps. Ti ai so si nom giuven. Io sto mal che le circumstanze sen bo meires. Ciao ja es vus. Perdona ti as ragion. Io intristi. La sepoltura de testa. Ti sto se ve che la tu fech pugentai. Cioè è sciabigliao contat. E le morts en paes durant ur mi. Na damit können wir doch leben. Cioè grazia da sciabando noi il mondo scia. Das wünscht sich doch eigentlich jeder. Wir geben sie mal zurück. Vos es dao qua iere mi? Se regurdais vopli? Mo, Cordin? Quai ai un corrigi da porto? Curios, io porto le ladine con mai. Pia, hai tot pronto per la sepoltura? Natural, ma in vei amici da teo tat vendi il reminent e avigni. Fasasci bene massa sperel, e lai el clavau da tat, e l'abbandonau si o bunker le prime gate pi ons. Adia, signor Plevon. Dio seggi con tai. Ja, super, jetzt müssen wir nochmal hin. Das Spiel sollte eventuell mal ein bisschen mit der Reihenfolge der Quests im Tagebuch stehen. Jetzt mal irgendwie ein bisschen verbessern, weil es stand halt genau andersrum. Genau wie hier herausfinden, was passiert ist. Abgebrannte Scheune besuchen. Wenn das andersrum dagestanden hätte, wäre ich zuerst hierher. Aber ich möchte mich gar nicht beschweren. Das ist es definitiv nicht wert. Naja, wir laufen nochmal zurück, dann holen wir den guten Walter. Wir sind halt anscheinend wirklich in der Vergangenheit gewesen. Haben dort die Entscheidung unseres Großpapas zum Positiven verändert, dass er den Pakt nicht unterschreibt und uns hat hier noch keiner gesehen. Alles, was wir an Gegenständen haben, wurde anscheinend vermisst. Ach, es zwitschern sogar Vögel. Ist das nicht schön? Da oben der Gipfel. Wir haben den kompletten Berg einmal durch. Leider haben wir den Mutbalken und Gewehrbalken und so nicht komplett voll gekriegt. Kann natürlich sein, dass ich was übersehen habe. Oder wird wahrscheinlich so sein. Aber es war ja auch so ganz gut machbar. Adia, Korporal. Hä? Ach, jetzt hätten wir doch nicht nochmal hierher laufen sollen, oder wie? Na toll.
Dann wieder zurück. Und dann wahrscheinlich einfach nur auf dem Friedhof. Naja, die Beerdigung schauen wir uns dann in der letzten Folge an. War es doch noch zum Glück nicht die letzte, sondern die vorletzte. Und dann seht ihr morgen 12 Uhr, wie das ganze Jahr ausgeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut.